Willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Heute kommen wir zum nächsten Unboxing-Video, zum Nemo-Unboxing-Video, Nemo Original. Ich finde die Box hier so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ist einfach nur orange und dann hier ein ganz klein Nemo Original geschrieben. Weiß nicht, hätte man ein bisschen was drauf machen können. Hier einfach in größer oder irgendein Cover. Aber ist nur meine Meinung. So erstmal. Aber es geht ja auch um das Album und mal gucken, was in der Box ist. Ist auf jeden Fall wesentlich kleiner als die Bushido-Box. Das Unboxing-Video habe ich nämlich auch gerade gemacht. Dann haben wir hier das muss ich hier mal loben, geile Autogrammkarte von Nemo. Guck mal, zack. Und das hatte ich auch noch nicht. Kannst du aufklappen. Dann ist das hier unterschrieben. Und dann steht hier, danke für den Support. Das ist doch mal geil. Feier ich. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ist geil. Dann haben wir hier die Sticker. Das Cover vom Album. 385i. Und hier die Handschellen sind am Start. Also vier Stickers hier noch. Und dann kommen wir zum Album. Also, der hat ja auf jeden Fall mit was haben wir denn hier? Wir haben insgesamt 18 Tracks, das feiere ich schon mal. Shaye ist drauf, Luciano, Morte, Weezy, Kalim, Jenny Masala, Shubi A Cappella, Luke, Manuelsen, Kaiser, Rachisa, Alexei Crime, Race, Rina. Also sind fast nur Features drauf auf dem Album. Das muss man hier mal sagen. Welche hat man denn gehört? Star kam, glaube ich, gestern raus. Ich habe es aber nicht gehört, muss ich leider sagen, habe ich nicht mehr geschafft. Karma kam raus und Kein Schlaf mit Hava. Also es waren so Hit-Singles bis jetzt. Bin mal gespannt, ob wir auch den asozialen Nemo da richtig drauf erleben werden. Würde ich nice finden. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Gucken wir mal rein hier. Dann haben wir hier CD. Kann man das einigermaßen erkennen? Ich hoffe. Hier auf Auge. CD ist cool gemacht irgendwie. Ja, hier könnt ihr nochmal die Tracklist sehen. Ich werde mir das Album auf jeden Fall im Urlaub geben. Ich bin ja ab morgen im Urlaub, 8 Tage, dann komme ich wieder. Und dann Ende des Jahres, Anfang des Jahres wird es halt den Jahresrückblick geben. Und da werde ich halt vom Nemo und dem Bushido-Album auch ein bisschen was zu sagen. Vielleicht schaffe ich auch noch Rap-Talk-Folgen, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, ob ich was im Urlaub hinkriege. Und dann haben wir hier noch eine Mütze. Für Ehre. Machen wir mal den hier. So, dann, was haben wir denn noch? Und dann haben wir hier noch ein Armband. So, kriege ich jetzt nicht auf die Schnelle rum, deswegen will ich nicht zu lange damit volllabern. Haben wir hier das Armband, hier Schmuck am Start, ist nie falsch im Rap, gehört einfach dazu. Armband ist auf jeden Fall mal was anderes. CD 18 Tracks finde ich gut. Die Hülle ein bisschen zerbrechlich, sag ich mal. Sonst Cover ist halt nice. 18 Tracks, viele Features, wie gesagt, ich hoffe den asozialen Nemo erwischen wir, kriegen wir auch noch. Hier haben wir noch die Mütze am Start hier.
Ja, ist okay, sag ich jetzt mal. Am Ende kommt sowieso auf die Musik an. Ich bin halt mehr der Cappy als der Mützenträger, deswegen ist so, naja. Armband finde ich cool. Sticker und eine coole Autogrammkarte, auch wenn sich das erstmal dumm anhört. Aber wurde sich mal Mühe gegeben, feiere ich auf jeden Fall. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Streamt Nemo-Album kaputt, streamt Bushido-Album kaputt, stürmt die Läden, kauft die Boxen leer, supportet die beiden Künstler und ich hoffe, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, höre ich Nemo und Bushido, also Bushido auf 1 hoffe ich, Nemo auf 2. Und ja, gebt euch das. Abonniert meinen Kanal, liked, disliked, ihr wisst Bescheid, ihr kennt den Scheiß und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Box haltet. Und ja, wir sehen uns spätestens zum Jahresrückblick wieder. Ich bin raus, Leute. Peace.